Und damit hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Titan Quest. So, jetzt schauen wir erstmal, ob es aufnimmt. Wir wollen ja keine Bildhänger. Gut, es nimmt auf, sehr schön. Ja, beim letzten Part, das war ein sehr guter Part, sowohl von den Bildhängern als auch von den Tonproblemen her. Beim letzten Part haben wir unseren Weg nach Sparta fortgesetzt. Wir haben zwei Nebenquests erledigt, einmal eine, wo es um den Medizintransport ging und einmal um eine Mitgift. Haben auch einige Gegner wieder zum Hades geschickt. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir heute in Sparta ankommen. Mit unserem Elessa mittlerweile auf Stufe 5. So, als allererstes werde ich jetzt zwei Sachen machen, bevor wir richtig starten. Das eine sind die Meisterschaften. Wir sind im Wald von Laconia. Hier war der letzte Brunnen der Wiedergeburt. Genau, hier war dann der Reisende wegen der Medizintransport-Quest. Und der andere war, hier war die Höhle ungefähr. Und hier wäre ja dann noch der andere drin, bei den Hügeln von Laconia. Und hier ging es dann zur Brücke weiter. Genau. Das allererste, was ich jetzt machen werde, sind die Meisterschaften. Ich hatte drei Parts Zeit. Und der dritte Part wäre jetzt gestern der zweite gewesen. Es gab nicht viele Kommentare, aber auf meine Jagd- und Naturkombination, also die Waldläufer-Kombination, die ich beim letzten Part erwähnte und beim vorletzten, die wurde allgemein als gut erachtet. Jetzt gucke ich nochmal kurz. Genau, die wurde allgemein als gut erachtet, deswegen werden wir wohl einen Waldläufer spielen. Was ich mir selber noch überlegt habe, war vielleicht Kriegsführung und Jagd. Weil Kriegsführung für Nahkampf, Jagd für Fernkampf. Ganz kurz kam auch Nahkampf plus Natur. Aber ja, wir werden jetzt mal einfach einen Waldläufer spielen und schauen, wie wir damit zurechtkommen. Zur Not gibt es später Möglichkeiten, auch diese Meisterschaften zu ändern, wie ich weiß. Ich fange jetzt mit Jagd an, weil der Bogen ist das Wichtigere, glaube ich. So, wir haben 12 ungenutzte Fähigkeitenpunkte. Weil wir ja bisher noch nichts geskillt haben. Als erstes skillen wir in die Jagdmeisterschaft. Gibt uns Stärke, Geschick und Leben dazu. Da kommen wir hier in die erste Reihe. Und bei der Jagd werde ich jetzt natürlich gucken, dass ich auf meinen Fernkampf gehe. Hier ist zum Beispiel eine Speerattacke, die nehme ich hier, die skill ich zum Beispiel nicht. Weil wir brauchen keinen Nahkampf. Die Jagd ist für den Fernkampf. So, was haben wir denn hier? Fangnetz. Lässt er mit Gewichten beschwertes Netz auf den Gegner fallen, wodurch er an einer Stelle festgehalten wird. Ha, das ist das Netz, was auch teilweise Gegner gegen uns benutzen. Das könnte man 6-mal steigern. Oder hier die Holzlehre, das ist eine passive Fähigkeit. Von zentraler Bedeutung für das Überleben der Wildnis ist die Fähigkeit, mit Bogen und Speer zu jagen. Große Vertrautheit mit diesen Waffen ermöglicht den Charakter, diese mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Präzision einzusetzen. Das heißt, es erhöht die Geschwindigkeit von unserem Bogenschießen. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ich glaube, die skill ich gleich komplett. Jetzt 6 Punkte haben wir für die. Ja, und 11 haben wir insgesamt. Die skill ich gleich mal komplett hoch. Die erhöht unsere Verteidigungsqualität und unsere Angriffsgeschwindigkeit mit dem Bogen. Mit dem Speer auch, aber ein Speer benutzen wir ja nicht. So, jetzt ist ausgeskillt. Aktuell Stufe 6, plus 32% Verteidigungsqualität und plus 24% Angriffsgeschwindigkeit. Ja, oder wir werden gucken, dass wir jetzt im Nahkampf doch nicht Speer nehmen. Wir könnten das noch wieder rufen. Ich will kurz in den Naturbaum schauen, ob es da irgendwas mit Waffen ist. So, Lebensgewinn, Heilung, Ruf der Wildnis, beschwört einen wölfischen Begleiter, hat
nichts mit Waffen zu tun. Lebenskraft ist kalt, was uns als Verbündeten. Lebensgewinn. Ein übler Angriff, aber das hat auch nichts mit Waffen zu tun. Belegt alle Gegner in der Nähe mit einer Krankheit. Saugt die Energie aus erkrankten Feinden. Das hat nochmal mit Leben zu tun. Eine Dornenhecke. Okay. Man hat hier teilweise ganz interessante Sachen. Hier eine Nymphe. Dornenhecke wird vergiftet. Lebensstreuung. Ruf des Wassers. Klingt auch schön. Dauerhaftigkeit von Stein. Elementarische Angriffe. Stärke des Rudels. Bewuchs. Anfälligkeit. Oh. Hat aber alles nichts mit Waffen zu tun. Wisst ihr was, dann werden wir doch bei Jagd auch die Speere nehmen, weil dann nehmen wir halt im Nahkampf ein Speer und im Fernkampf ein Schild, weil Speer einhändig ist, glaube ich, und im Fernkampf den Bogen, den wir schon mal bei dem Natur nichts vorgeschrieben haben, wegen den Punkten, dann machen wir das. Gut. Also die Holzlehre hoch. Jetzt haben wir noch 5 Punkte und wir könnten jetzt noch eine Fähigkeit skillen. Entweder die Speerattacke, ein brutaler Stoß mit dem Speer. Fügt dem Gegner einen vernichtenden Schaden zu und verringert seine Lebensenergie erheblich. Klingt schön. Oder das Fangnetz. Oder wir könnten hier in der Meisterschaft weitergehen. Ich hätte halt gern hier alles geskillt, bevor ich weitergehe. Ich glaube, ich stecke jetzt die restlichen Punkte in das Fangnetz, weil die Speerattacke bringt uns nichts ohne Speer und wer weiß, wann wir ein Speer kriegen. Ich stecke jetzt die letzten Punkte ins Fangnetz. Aktuelle Stufe 5, 22 Energiekosten, 7 Sekunden Dauer, 31 Durchschlagschaden und minus 25% Verteidigungsqualität für den Gegner. Sehr schön. So, dann legen wir schnell die offene Quickslot des Fangnetz. Das lege ich jetzt mal auf die 1. Apropos den Gesundheitstrank lege ich mal auf die 1 und den Energietrank auf 2. Und das Fangnetz, kann man das auf Rechtsklick? Oh ja, das kann man auf Rechtsklick legen, dann nehme ich es auf Rechtsklick. Jetzt will ich nochmal kurz was gucken. Und zwar hieß es, wegen dem schnellen, also ich habe mal was geschrieben, wegen dem schnellen Zuweisen von Heiltränken, dass dafür eine Taste gibt. Also es gibt natürlich die Schnelltaste, aber die meinte ich nicht. In den Kommentaren habe ich das geschrieben. Energietrank benutzen E, Gesundheitstrank benutzen R. Also entweder 1 oder R. Das wollte ich wissen. Okay, dann noch was in den Kommentaren stand, und zwar hieß es, dass links vom Gesundheitstypen, der ist ja hier, was sei. Skelette, oh. Oh ja, wir schießen schneller, das merkt deutlich. Probieren wir mal das Fangnetz. Oh, das sieht schön aus. Das war jetzt das Fangnetz übrigens. Wir schießen viel schneller, das ist ja wunderschön. Ja, gefällt mir. Okay, hier ist eine einfache halt dieser Tür. Einfache Truhe. Wir machen ja auch mehr Schaden jetzt mit dem Bögen. Türen. Wir machen also genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Geh weg. Fangnetz. Ich finde das gerade ganz witzig. Wir machen also genau damit weiter, wo wir gestern aufgehört haben, Satyren töten. Hier ist ein neuer Heiltrank, 66 Gold, schön.
Den kannst Kupfer, Handachs, Bronze, Fackel, auch schön. Und hier ist noch ein Trank. Jetzt haben wir wieder einen Trank. Warum auch immer wir jetzt gerade nur einen haben. So, links vom Typen hieß es. Ich nehme mal an, damit ist hier gemeint. Und da ich mir alles anschauen will, schauen wir uns das an. Bevor wir dann zur Richtung Brücke gehen. Seuchenvogel. Verlassener Friedhof. Oh Scheiße, jetzt habe ich den... Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich auf den Nahkampf gehen. Fuck. Die sind neu, ne? Die Seuchenvögel. Bisher kannten wir nur die Aaskrähen. So. Ich, Dämlack, habe jetzt gerade versehentlich den Heiltrank benutzt. Das ist natürlich jetzt dämlich. Und wir sind vergiftet, glaube ich. Wir sind Skelette. Die Skelette sind recht stark, weiß ich von meinem... Oh, ist scheiße hier. Fangnetz. Ey, weg der Tod der Frostleiche. Oh, scheiße, fliehen. Ich muss fliehen. Ich habe keine Heiltränke mehr. Ich glaube, ich dem. Nein, ich werde einem Scheiß. Kannst du knicken? Fangnetz. Oh, puh. Das Fangnetz hat ihn getötet. Handachs Bronze, Energietrank. Sehr schön. Gestärkter einfacher Umhang der Energie. Ach, Energietrank. Das ist normaler Trank. Ja, wisst ihr was, dann porte ich mich schnell zurück. Wir brauchen Heiltränke. Wir kennen den verlassenen Friedhof noch nicht und wir brauchen echt Heiltränke. Weil kein Bock zu sterben, ne? Kennt mich ja. Bisher habe ich das Sterben verhindern können und ich würde gern so, dass das auch so bleibt. Dass es nicht safe ist, weiß ich. Wir haben ja hier einen Speer im Inventar. Wir können ihn halt noch nicht benutzen. Die Keule lasse ich so lange drin, bis wir den Speer nutzen können. So, schauen wir mal. Und mir wurde auch noch ein Tipp gegeben, wie ich besser... Genau, das wollten wir alles behalten. Der kommt weg. Mir wurde auch ein Tipp gegeben, wie ich besser sortiere. Das mache ich jetzt mal. Es hieß, es wäre sinnvoll, die ganzen Einer-Slots hier runterzubringen. Das mache ich jetzt mal so. Zack. So, dann ist hier ein bisschen sortierter. Und jetzt kaufe ich Heiltränke. Wir brauchen Heiltränke. Ich kaufe jetzt mal 6 Stück. Und einen werden wir gleich mal benutzen dann. So, einer wird gleich benutzt. Dann haben wir jetzt noch 5 im Inventar und wieder volles Leben. Weil ich will jetzt echt nicht sterben, wenn wir schon bisher so einen guten Stand hatten. So, dann kehren wir zurück auf den Friedhof. Hier war ja jetzt nichts. Hier ist wieder ein erweckter Toter. Das ist echt wunderschön, wie schnell man jetzt ballert. Und das war jetzt eine Einserfee. Oh, oh, oh. Das war jetzt gerade ein bisschen dämlich. Fangnetz. Ich finde das Fangnetz auch gerade so cool. Oh, der sieht gefährlich aus. Da. Erweckter Toter. Mörder. Der kann auch an. Ich töte erstmal seine knochige Verwandtschaft. Fangnetz. Gut, der Mörder ist tot. Geflügelt, geprägter, jetzt wollte ich geflügelter sagen, geprägter Beinschutz aus Kupfer und Keule aus Esche. Nehmen wir mit. Und dann schauen wir uns auf dem Friedhof weiter um. Den habe ich beim letzten Mal echt übersehen, scheinbar. Hier sind die nächsten Toten. Das war jetzt ein Fasal, habe ich gelesen. Fangnetz. Ich mag das Fangnetz gerade. Aua, und wir bluten, glaube ich. Weil wir gerade so einen komischen
Schimmer um uns drum hatten. Ich finde es lustig, dass dieses Netz Schaden macht. Handaxe Bronze, geprägte Rüstung Kupfer. Und den Soldaten entfernen wir noch mit einer Keule aus Esche. Ich habe es ja auch unten in die Kommentare geschrieben, bei meinem hier ist wieder ein Mörder. Boah, was hier für viele Untote rumlaufen. Ja, ja, ich weiß, ein Friedhof, aber... Fangnetz auf den Mörder, weil der ist gefährlicher. Die normalen Untote... Stark, aber es sind nicht wenige, 32 Gold. Und hier... Kurzschwert aus Kupfer, das wir nicht benutzen können. Okay. Dann zurück teleportieren, nochmal heilen. Ich glaube, ich werde jetzt immer gucken, dass ich mindestens 5 Heiltränke besitze. Das heißt, wir werden jetzt gleich wieder einen Heiltrank holen. In Helos. Wir haben hier mehr als genug Geld, theoretisch. Jetzt gucke ich nochmal. Ja, auch heute scheinen wir vom Bildhängern verschont zu sein, was sehr schön ist. Ich werde jetzt immer alle Nahkampfwaffen außer den Speer verkaufen. Aber erst sobald ich einen Speer besitze. Okay, die Keule ist schwächer. Die Handaxt auch und die Keule auch. Zwölf Rüstung, da sind sie jetzt sogar bei mehr Rüstung und gleich viele Effekte. Das hat 18 Rüstung. Die hat 28 Rüstung. Ja gut, dann können die 18er weg. Einen Gesundheitstrank kaufen wir schon mal. Und das kann auch weg für diese beiden Schützer. So. Until next time. Weiter geht's. Wir haben ja nur begrenzt Zeit. Wie ich schon gesagt habe, mache ich den Part in der Früh, weil ich heute wahrscheinlich wenig Zeit habe. Ich weiß, das sagte ich gestern auch, aber heute ist echt wenig. Kurzschwert aus Kupfer, wie groß ist denn dieser Friedhof? Scheint noch eine Weile groß zu sein. Hier ist eine verzierte Truhe. Und ganz viel Spaß, wie man schon wieder sieht. Jetzt gerade eben habe ich hier wieder ein Netz ausgeschaltet. Oh ja, hier ist mega viel Spaß. Nochmal Fangnetz. Dieses Fangnetz ohne. Keule Eiche, Handaxt Bronze. Die Frostleiche, da schon jetzt der andere. Armband, der klingt schön. Und die Keule wird uns vielleicht wieder noch keine. Und hier in der verzierten Truhe holen wir uns. You can't carry anymore. Your inventory is full. You can't hold anymore. Und wieder zurück nach Helos. Ich glaube, ich werde dann erstmal meine Jagd. Ich glaube, ich werde erstmal meine Jagdfähigkeiten Baum machen. Willkommen. Dankeschön. Sehr nett. Die ist schlechter. Hier ist die Keule der Nekromantie, ist aber auch schlechter. Wir könnten sie gar nicht benutzen. Nee, alles schwächer. Das Schild wäre besser, das behalte ich mal.
Das Armband ist auch besser, aber da haben wir hier die Armschienen. Und der Stirnkranz ist schlechter. Gut. Heiltrank. Damit wir wieder 5 haben und jetzt. Eisen, Eisen, Verbrannschild, Esche und jetzt hier ist noch eine Truhe und die Oh, das kann doch nicht wahr sein. Unser Inventar ist gerade dauernd irgendwie. Zurück, ja, tut mir leid. Das ist jetzt schon wieder so ein Part von oft teleportiert. Ja, dann werden wir wohl erst morgen nach Sparta gehen. Friedhof hier säubern, die Höhle haben wir am letzten Part. Hallo there. Servus. Until next time. Bis dann, mach's gut. Und wir gehen wieder zurück. Ich bin schon mal wieder in der Folge, weil ich weiß, dass wir so. Und hier nochmal am Rand. Du scheint jetzt relativ durch zu sein. Und dieses Skelett hat gerade übersehen. Ernsthaft. Das ist doch nicht. Oh, hier wieder solchen. Oh, die haben jetzt ganz schön. Die scheiß Seuchenvögel, die vergiften uns. Was macht die so stark? Ich werde jetzt nicht sterben. Diese Seuchenvögel. Nochmal ein Fangnetz und jetzt der letzte. Breite von 5. Ich weiß jetzt nicht, warum wir werden. Und diese scheiß hier nochmal eine Truhe. Das Bewandschild Kiefer. You can't carry anymore. You can't carry anymore. Mit seinem Meister und bald wer werden es überleben. Anything is- ja.
Goodbye, my friend. Ich werde halt trotzdem in der Kampf den Fall der Fälle, dass wir sie mal brauchen. Laufen. Bogen spielen. Eine scheiß Idee. Würde mir als Spieler halt nicht zwanghaft zusagen. Brunnen der Wiedergeburt. Weil, dann sparen wir uns den Weg. Jetzt sind hier natürlich. Ja. Scheiße. Brustpanzer, Bogenkiefer, zweimal. You have no more room. Nicht. Ist ehrlich, Freunde, ne? Das ist weniger im Inventar. Good morning, friend. Goodbye, my friend. Zurück. Ich würde halt gerne diesen Brunnen machen, wenn wir vergessen. Jetzt habe ich diese Tür. Zumanisch verbannt. You can't carry anymore. Dem können. Fangnetz. Nehmen aber die beiden Sachen da vorne nicht. Ah, nein. Wie gesagt, wenn ihr sehen sollte, dann morgen der Folge aus. Ich würde auch gerne schnell zu diesem Punkt vorne bei der Brücke, damit wir beim nächsten Mal nicht so weit laufen müssen. Hallo there. Goodbye, my friend. Und wir gehen wieder zurück. Bisher habe ich keine Bedingungen von einem Raustappen. Vorne war noch.
Jetzt hat mich der Zauber. Der Weg ist ja an sich nicht weit, die Viecher gehen weit offen, also mir zumindest gehen sie weit offen. Weiter geht's. Keine Zeit zu verlieren. So, hier ist der Typ, der Spaß. Denke ich, dass wir nah an Sparta sind. Jetzt gucke ich nochmal. Im Brunnen der Wiedergeburt. Hier nochmal ein paar Satyren, die unbedingt von einem Pfeil erschossen werden wollen. Jetzt getötet. You can't hold anymore. Das Inventar. Weil das ist echt. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie das bisher die Resonanz von. Aber auch, dass es. So, der neue Bogen ist genauso gut wie unser jetziger. Was haben wir denn hier Feines? Ein Beil. Ist aber schwächer als unsere jetzige Keule. Doch, das ist schwächer. Jetzt haben wir hier das ist genauso gut wie das. Jetzt haben wir hier einen sechsten Gesundheitstrank drin. Aber den werde ich jetzt nicht verkaufen. Ich will halt immer mindestens mit 5 Gesundheitstränken rum. So, zurück. Wir sind ja jetzt gleich beim Brunnen. Sobald wir beim Brunnen sind, werde ich dann aufhören. Boah, ich torte und sofort kommen Viecher. Das. So. Weiter geht's. Ich müsste. Hier ist der Brunnen der Wiedergeburt. Schön. Den aktivieren wir. Und jetzt verkaufe ich nochmal die Sachen, damit wir beim nächsten Mal ein nichts leeres Inventar haben. Und dann. Dann werde ich speichern. Wir haben wahrscheinlich schon überzogen. Anything else? 7 bis 24 Basisblitzschaden. Der ist der Sperr, aber stärker. So. Goodbye, my friend. Ja, dann. Wenn ihr Lust habt, schaut auch noch meine anderen Projekte und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Ciao.